Servus und willkommen hier auf dem Kanal von AS Tutorials. Hier ist natürlich wieder euer AS und ich möchte euch wieder begrüßen zu einem weiteren Tutorial. Ich bin jetzt gerade hier auf einem Windows Server 2008 Release 2, also R2. Ich werde euch hier diesen ersten Teil, wie man ein CSS oder ein CSGO Server erstellt oder ein 1.6, wie auch immer. Das müssen wir jetzt mit der sogenannten Steam CMD Datei starten. Ich habe mir jetzt hier auf diesem Desktop einfach Ordner erstellt, der nennt sich CSS Server. Dort gehen wir mal rein. Also ihr seht, hier ist nichts drin. Gut, wir gehen erstmal alle Links natürlich in der Videobeschreibung. Da kommen wir erstmal zu Developer Community beziehungsweise developer.fiverrsoftware.com und da haben wir hier in Punkt 1 Punkt 1.1 für Windows Download Steam CMD. Gibt es einmal für Windows, für Linux und für Macintosh. Wir brauchen natürlich für Windows, klicken wir auf Windows und da haben wir auf Punkt 2 Downloads Steam CMD for Windows und da laden wir uns einfach diese Datei runter. Da mache ich einfach Rechtsklick und sage Link speichern unter. Gehe auf den Desktop, gehe hier in meinen CSS Server und sage einfach speichern. So, wenn das gespeichert ist, öffne ich mir einfach die Datei. Den Browser schließe ich mir. Also ich habe hier auf diesen Server nur NordPad++ und Google Chrome. Das wird auch mehrere Teile sein. Das heißt also, ich werde in den ersten Teil nur den Server erstellen. Beim zweiten Teil werden wir uns noch die Ports freigeben und natürlich Server CFG, dass wir erstmal so erstmal ein Grundgerüst von einem Server haben. Ja, und dann, also das ist auch egal, ob ihr einen Windows-Server habt oder auf euren richtigen PC. Also das ist eigentlich so gut wie fast alles egal. Gut, unsere Exe schieben wir einfach hier rein. So, dann können wir die ZIP-Datei löschen und diese ZIP löschen wir natürlich auch. So, als allererstes starten wir erstmal die Exe-Datei. Jetzt fragt er erstmal, möchten wir die ausführen? Hier die Checkbox am besten rausnehmen, also dass der Haken raus ist. Und dann gehen wir ausführen, dann fragt er nicht jedes Mal nach. So, jetzt wird das erstmal abgedatet. Dann müssen wir uns jetzt hier, ist das ein bisschen anders, müssen wir uns einloggen. Dafür Link 2 haben wir die detected Serverlisten. Und hier haben wir zum Beispiel mehrere Server, ja eigentlich so gut wie fast alle Server. Und wenn wir jetzt mal hier ganz kurz mal gucken, nur als Beispiel, jetzt zum Beispiel das Spiel Arma 3, detected Server, haben wir hier erstmal anonym Login. Überall wo ein Yes ist, können wir uns mit dem Benutzernamen anonym einloggen und überall wo kein Yes ist, dürfen wir das nicht oder können wir es nicht. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Arma 3, dann müsst ihr euch mit eurem richtigen Account einloggen. Aber wir haben ja natürlich 1, nicht 1.6, sondern ich nehme jetzt hier Counter-Strike Source oder hier Global Office. Kann man auch mit den anonym und hier haben wir Counter-Strike Source auch anonym und dann haben wir hier noch die ID. Die ID, die brauchen wir auch gleich noch. Die ist nämlich gleich sehr wichtig. Also sagen wir jetzt erstmal Login und dann sagen wir OOS. So, damit loggen wir uns erstmal ein. Okay, also er hat jetzt den Login akzeptiert, also den Benutzernamen anonym. Wenn ihr euch natürlich mit eurem richtigen Account, dann müsst ihr anonym und dann hier zum Beispiel euer Passwort hintersetzen, dann wird ihr mit eurem richtigen Benutzernamen eingeloggt.
Gut, das nächste ist, wir müssen uns jetzt hier einen Ordner erstellen oder generieren lassen. Das machen wir hier mit. Damit sagen wir, in welchem Ordner der Server sein soll. Dafür geben wir jetzt erstmal force unterstrich install unterstrich dir Leerzeichen und ja, sagen wir einfach Punkt slash und jetzt der Ordner wieder. Ja, dass der Serverordner heißen soll. Ich nenne ihn jetzt einfach mal CSS. Unterstrich Server. Ne, nur CSS. So, haben wir jetzt auch erstellt. Aber hier wird er noch nicht angezeigt. Das machen wir jetzt in den nächsten Parameter. Ja, warum habe ich jetzt hier so einen Punkt? Okay. Da gehen wir jetzt einfach App Unterstrich. Update, jetzt die sogenannte ID, wo wir eben schon waren. Hier haben wir die sogenannten IDs, das heißt von je nach Spiel hat jedes Spiel hat seine eigene ID. Zum Beispiel hier Arma 3, der hat zum Beispiel die ID 23 37 80 und hier Counter-Strike oder Global Office hat die ID 740 und Counter-Strike Source hat die ID 23 2330. Also geben wir jetzt hier eigentlich nur ein 23 2330 Leerzeichen und geben jetzt hier noch FALLI DATE und bestätigen das mit Enter. So, jetzt wird der Server erstellt. Das heißt, hier haben wir jetzt den Ordner auch CSS. Das heißt, wenn wir jetzt hier reingehen, ja, haben wir jetzt hier noch nichts groß drin. Das heißt, das wird erst gleich noch generiert. Na, er fängt erst langsam an. Aber wir können uns aber eigentlich schon mal beimachen. Und zwar, wenn wir den Server updaten wollen, haben wir mal ein kleines Problem. Wir müssen dann wieder die Steam CMD öffnen und die Befehle manuell. Und das ist mal sehr, sehr ja, unlustig, sage ich mal. Dafür gehen wir erstmal auf Organisieren. Dann gehen wir auf Ordner und Suchoption, gehen auf Ansicht und schalten die Erweiterung bei bekannten Dateitypen aus. Das heißt, der Haken muss raus sein, einfach übernehmen, okay. Das heißt eigentlich nur, dass hier zum Beispiel .exe oder .txt angezeigt wird. Dann sagen wir schon mal neu, neues Textdokument. Und den nehmen wir jetzt einfach mal unterstrich Update. So, update.txt. So, und den öffnen wir jetzt einfach mit Notepad++. No, und auch diese, ja, und da schreiben wir jetzt einfach nur rein, was wir jetzt in der Steam CMD schon mal eingegeben haben. Das heißt also Login. No. Ich muss. Dann sagen wir wieder force unterstrich install unterstrich dir Punkt slash css. Das ist auch ganz wichtig, dass hier der Ordner gleich heißt, wie war das zum Anfang, weil sonst erstellt er uns wieder einen neuen Server. Und dann sagen wir wieder hier app unterstrich update Leerzeichen 23, 23, 30, Leerzeichen, oh, machen wir Maus noch ein bisschen weg, FAIL, DATE, Enter und dann zum Schluss die Exit. So, das speichern wir einfach ab. So, wie weit ist er? Ja, 94% hat also abgeschlossen, geben wir jetzt auch hier Exit ein. Und wenn wir jetzt hier mal in den CSS-Server reingucken, haben wir jetzt hier unseren C-Zweig, unseren Bin-Ordner. In den C-Zweig-Ordner ist hier unsere CFG-Dateien drin, dann später hier unsere Maps und so weitere. Ja, Downloads ist eigentlich so uninteressant.
Aber hier unter Maps haben wir hier zum Beispiel hier Havanna, Office, Dust, Dust2, Newport, Tides und ja, Spain ist hier noch und Italy ist drin. Also alle ja, CS oder gängigsten CS und DE-Maps drin. Gut, und natürlich dann. Und natürlich hier in unserem CSS-Server unser SRCDS Exit. Das heißt, damit wird dann der Server erst richtig gestartet. Da kommen wir aber gleich noch zu. Gut, wir haben jetzt schon unser Tix-Dokument erstellt. Wir brauchen aber nochmal eine Batch-Datei. So, die nenne ich jetzt einfach mal unterstrich update.bat. Das ist ganz wichtig, .bat. Bestätige das, dann haben wir eine sogenannte Batch-Datei und die auch bearbeiten wir und dort geben wir jetzt erstmal hier unsere Exe-Datei. Also hier die steamcmd.exe. So, die tragen wir jetzt ein. Dann machen wir ein Leerzeichen und da schreiben wir jetzt Punkt One Script Leerzeichen und dann wie der die Textdokument heißt, hier bei mir in dem Sinne Unterstrich Update.txt. Ja, das speichern wir einfach ab. Können das schließen. Dann können wir mal die Batch-Datei ausführen. So, loggt sich jetzt mit anonym aus ein. Will jetzt in den CSS-Server updaten. Und das war's. Also hat alles funktioniert. Gab es natürlich mehr, nichts mehr abzudaten. Von daher ist dann automatisch das Fenster geschlossen. Gut, also unser Updater funktioniert auch. Jetzt gehen wir natürlich in den CSS-Server. Und da müssen wir natürlich auch eine Startskript-Datei noch erstellen. Eine Batch-Datei, keine Startskript. Startskript ist ja nur bei Linux. So, und dann nennen wir einfach mal start.bat. Warum Unterstrich? Ganz einfach, damit ja, diese Anwendungsdatei immer ganz oben rutscht. Wenn ich die zum Beispiel nur update, würde ich zum Beispiel ziemlich weit unten und dieses durch das Unterstrich ist natürlich alles ziemlich nach oben gerückt. Gut, auch die bearbeiten wir. So, als allererstes muss natürlich erstmal die Exe ausgeführt werden. Das heißt, immer erstmal die Exe-Datei ausführen. So, die tragen wir jetzt hier ein. Das heißt, niemals .txt reinnehmen, weil das erkennt er nicht, sondern nur den Dateinamen. So, und dann fangen wir eigentlich schon mal an. Mit dem Befehl minus Konsole. So, minus Konsole, das heißt, die Konsole wird nicht mit angesprochen, sondern, ja, das werden wir auch gleich nochmal sehen. Ich werde das einmal mit und einmal ohne Konsole ausführen. Das nächste ist ein wichtiger Parameter, minus Game. Das heißt, für welches Game? Das heißt, für Counter-Strike Source, in dem Sinne hier, wie der Ordner hier auch heißt, C-Strike. Also geben wir hier einfach C-Strike ein. Leerzeichen. Dann geben wir minus SECURE. Das heißt eigentlich nur, dass der VAC-Cheat aktiviert ist. Wir kommen aber auch gleich nochmal zu anderen Parametern. Dann sagen wir plus Max Players, das heißt die Max-Spielanzahl. Ich setze das Ding mal auf 4 Slot und sage dann nochmal plus Map. Das heißt, mit welchem Map er starten soll. Ich mache jetzt mal mit DE Unterstrich, nein, Unterstrich das 2. So, und das ist eigentlich schon der wichtigste Parameter, den es geben sollte, also die Mindestvoraussetzung. Man kann natürlich noch mehrere Parameter, hier haben wir jetzt zum Beispiel mehrere Parameter, hier minus Game, den gibt es natürlich minus
Auto-Update, das geht natürlich nur bei Linux. Das heißt, wenn ich per HSW zum Beispiel quit, dann stoppt der und der Auto-Updater heißt eigentlich nur, dass der automatisch wieder online geht. Das müssen wir bei Windows 10 abändern. Das kommen wir aber nochmal zu einem späteren Tutorial. Ja, dann haben wir hier minus Konsole. Hier steht es natürlich, ja, nur für Windows, Online Windows. Dann haben wir hier zum Beispiel minus Port. Man kann einen eigenen Port nehmen. Standardmäßig, das heißt, wenn wir es hier nicht mit reinnehmen, ist es mal 27015. Das heißt, wenn ich jetzt hier eingebe minus Port 27016, dann ist der Startport dann 27016, nicht mehr 27015. Gut, den Port nehmen wir aber raus. Gut, was haben wir hier noch? No IP, Disable Network Support wird dann abgeschaltet. Dann gibt es sogar irgendwo, ja, hier steht es auch nochmal, minus Max Players, denn die Nummer, hier ist der nochmal detailliert, hier nochmal, minus Exit. Hier steht es nochmal, dass der gar nicht abgeschaltet werden kann. Dann kann man natürlich hier noch einen Hostnamen definieren in den Parametern. Man kann natürlich noch eine IP eintragen. Das heißt mit plus IP und dann die IP des Servers. Das ist natürlich dann nur sinnvoll, wenn ihr mehrere IPs auf euren Server oder ja, wie auch immer. Das heißt, ihr habt mehrere IPs auf euren Server und ihr möchtet, dass das über eine andere IP statt der Standard-IP, dann könnt ihr einfach hier die IP eintragen. So, ja, muss ich rausnehmen. So, ja, da haben wir hier noch MaxPlus, SVLAN, das ist für interne Verbindungen wieder. Pingboots, da kann man wohl den Ping wohl statisch abrufen und wie auch immer. Gut, aber wir haben jetzt soweit eigentlich erstmal alles angetragen. Das heißt, minus Konsole, minus Game, minus Game C-Strike, dann den VAC. Und natürlich plus Max Players und dann natürlich die Map. Gut, noch irgendwas zu den Parameters, was wir hier noch so haben. Ja, Hostport gibt es natürlich auch noch, kann man auch noch mal einen kleinen Port, aber das sind wieder für andere Games, glaube ich. Ja, hier zum Beispiel CSGO Server. Man kann natürlich auch noch hier die Tickrate einstellen. Geht, glaube ich, ist für Team Fortress, Counter-Strike Source, Live for Dead und Live for D2. Das heißt, man kann natürlich jetzt hier noch mit minus Tickrate, können wir auch einmal eintragen. Minus Tick. Weight und da gebe ich zum Beispiel 133 ein. Da hat er eine Tickrate von 133. Das heißt, hier haben wir noch mal eine kleine Verlinkung. Ich werde natürlich euch alle Links natürlich in der Videobeschreibung reinschreiben. Maximum ist ja. Hier steht es noch mal Tick 133, das ist Maximum, ne, 122, 120, aber es ist nur Snapshot. 125. Das 33 Times pro Sekunde, 33 pro 100 Millisekunden, ja gut, 115, nicht 133, also auf 115, entweder auf 130 oder auf 115, also Server, ja, nicht Client, hier war Client nämlich Server, auf 130, was habe ich denn, 133, ne? Ja, können wir auf 130, speichern wir nochmal ab. Und ja, dann testen wir das mal. Und wir setzen natürlich ganz zum Schluss noch eine Pause erstmal rein. Warum? Das werde ich euch gleich noch zeigen. Sollte Fehler nämlich rauskommen, nö, funktioniert einwandfrei. Das heißt, hier haben wir unseren Server an sich selber. Und hier haben wir jetzt nur eine Information, was gerade gestartet wurde. Und den Exit, den schließen wir mal. So, das heißt, ich zeige euch jetzt erstmal mal
ohne Konsole. So, das heißt, minus Konsole nehme ich einfach mal raus, speichere das. So, und das ist hier eigentlich die Konsole. Nimmt man grundsätzlich nicht, weil ganz einfach die sehr viel Performance kostet und die ist auch nicht so einstellbar. Ja gut, hier kann man ein paar Slots einstellen, hier kann man ja intern oder LAN, hier kann man sich nochmal Map, hier kann man sich den Namen für welches Spiel, ja, den R-Com-Passwort und sonstiges. Ja, ist aber nicht schön. Gut, also die Konsole wieder rein. Gut, abspeichern. Gut, wenn wir natürlich den jetzt hier reinnehmen, seht ihr natürlich erstmal unseren Server und natürlich hier auch, ja, hier oben Steam, CMD und dann hier ein paar Parametern, wo sich das alles befindet, will keine Sau wissen, ich auch nicht, also ändern wir das mal noch mal ganz kurz ein bisschen ab. Ja, natürlich mit Exit. So, das heißt, wir bearbeiten die noch einmal und geben hier erstmal einmal Enter, dass wir hier zum Beispiel erstmal Add Echo Off einschalten. So, speichern das und was sich jetzt passiert. So, das heißt, diese Eingabe ist einfach nur leer, weil da braucht auch nichts groß drin stehen. Und ja, das war's eigentlich. Geben wir eigentlich Exit, das haben wir schon mal. So, eine beliebige Taste, machen wir. So, das nächste können wir zum Beispiel Farbcodes eingeben. Oder ja, geben wir Color ein, Leerzeichen und dann können wir zum Beispiel 02 eingeben, das heißt schwarzer Hintergrund mit, das müsste glaube ich grüner Schrift sein, gucken wir mal, speichern wir mal ab. So, Exit, so und da haben wir es. Grüner Hintergrund, schwarzer Hintergrund mit grünem Text, das kann man natürlich auch machen. Man kann natürlich auch noch was anderes machen. Man kann natürlich auch noch einen Titel eingeben, also Titel. So, und da sagen wir einfach CSS Server by ice-tutorials.de, können wir auch noch reinsetzen, wie man es gerne haben möchte. Tutorials.de. Ja, abspeichern. Starten wir. So, das ist hier unser Server. Okay, das geht jetzt hier, weil sowas geht das wohl nicht. Okay, der Befehl ist wohl ungültig. Konnte nicht gefunden werden. Gut. Aber da könnt ihr auch nochmal selber gucken. Das wird auch der letzte Link denn sein. Das ist nämlich hier Batch. Das sind hier die Farbcodes, also der Hexacode. 0 ist an schwarz und was hatten wir gesagt? 0, ne? 0 ist hier übrigens grün. Ne, 2. Das war hier das dunkelgrün oder groß A für hellgrün. Hier stehen auch, hier steht es nochmal, Color AF zum Beispiel. Das heißt, ist grüner Hintergrund und F ist weiße Schrift. Ne? Also ein bisschen umgekehrt. Wir können ja noch mal nach. Ist es Titel? Ja. Achso, wird alles klein geschrieben. Okay, versuchen wir es nochmal einmal und dann war es das erstmal mit dem ersten Teil. Ups. Nö. Also, der wird wohl hier nicht so wirklich funktionieren.
Aber okay. Gut, das war auf jeden Fall erstmal unser CSS-Server. Das heißt, er läuft schon. Bloß die Ports sind natürlich noch geschlossen. Das heißt, das werden wir uns in den nächsten Teil, in unseren nächsten Teil widmen. Das heißt, dort werden wir uns die Ports eintragen, dass die Ports offen sind. Und wir werden uns in den C-Strike, in den CFG unsere Auto-Exit.cfg und natürlich die Server-Exit.cfg oder Server-CFG widmen. Die werden wir dann hier eintragen, dass da schon die ersten Parameter mit drin sind. Das heißt, mit welcher Map der starten soll, wie lang die Map laufen soll und ja, das Aircon-Passwort und sonstiges. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, bye bye, euer Eis von Eis Tutorials.